Läuft. Mitschnitt läuft und es ist 18 Uhr. Wunderbar. Ah, doch. Herzlich willkommen, alle, die schon eingeschaltet haben. Wir sind heute eine große Runde, fünf Ja, Mann momentan. wunderbar. Also, wenn ich Oliver und meine Wenigkeit abziehe, sind es nur noch drei, die uns zuhören möchten. Vielleicht ist das Thema Sicherheit, Eigensicherheit an Bord nicht so wichtig. Wir schauen mal, wer sich noch dazu schaltet. Angemeldet hatten sich zumindest so um die 25 Leute. Aber ich sage mal so, die Corona-Krise ist vorbei, die Leute müssen alle wieder arbeiten. Insofern kann es durchaus sein, dass es der eine oder andere nicht schafft. Einen wunderschönen guten Abend von mir, von Aqua TV. Mein Name ist Thorsten Böhm. Ich bin Chefredakteur, Gründer von Aqua TV, betreibe das ganze Portal seit 20 Jahren. Habe Oliver irgendwas vor 10 oder 12 Jahren mal kennengelernt auf Messen. Wir haben viele Messen miteinander bestritten. Oliver gibt viele Tipps rund um den Bereich Segeln. Wir promoten das und so sind wir dann irgendwann mal auf den Gedanken gekommen, das Videoportal deinsegelberater.de aufzumachen. Und jetzt, wo die Corona-Krise ist, haben wir beschlossen, wir machen einfach mal Zoom-Meetings zu ein paar Sachen, die vielleicht beim Wassersport und beim Segeln wichtig sein können. Angefangen haben wir mit Trim- und Rigging-Themen, sind jetzt zum Bereich persönliche Sicherheit übergegangen. Da möchte ich dann jetzt erstmal Oliver begrüßen. Hallo Oliver, schrei mal kurz. Jetzt ist er raus. Super. Oliver? No, du bist stumm. Warte mal. Warum hast du dich selber stumm geschaltet? Das ist das Schöne bei. Ja, jetzt Jetzt bist bin du ich wieder wieder da und jetzt darfst du mal ein paar Worte zu dem Thema sagen. da. Ich glaube, das Problem ist die Internetverbindung heute, die leidet genau ein bisschen unter dem Wetter. Okay, jetzt willst du mir aber nicht sagen, dass ich die ganze Zeit hier im Bild sein muss. Das können wir auch echt verhindern, ehrlich mal. Erzähl mal was, ich mache zumindest mal. Oder bis du schaust, dass deine Internetverbindung frei ist, fahren wir dann einfach mal eine andere Begrüßung von dir, die wir ja schon mal vorbereitet haben. Das ist ja auch nicht so dramatisch, oder? So. Schon wieder weg. Da. Ja, und weil die Internetverbindung nicht steht, haben wir hier einen aufgezeichneten Clip vorbereitet. Der auch nicht funktioniert. Super. Ich bin der Segelberater. Und jetzt die Videoserie mit vielen Tricks und Kniffen. Weißt du irgendwas dabei? Schau mal rein. So. Oliver, dann sind wir aus der Werbepause raus und du kannst aktiv werden. Ja, meine Lieben, es dauert noch einen Moment. Oliver hat in Spanien auf Mallorca scheinbar wirkliche Probleme mit seiner Internetverbindung. Jetzt ist er wieder da. Ich Ich sehe bin, glaube ich, zumindest nicht sein wirklich Bild. gut zu hören heute, ne? Jetzt bist du zu hören, Oliver. Sprich einfach mal laut. Okay, jetzt könnte es gehen. Komme ich an? Ja. 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 Ja, wunderbar. Also ich bewege mich dann auch gar nicht oder so gut wie gar nicht, was mir etwas schwerfällt. Wünsche euch einen schönen guten Abend. Ich habe keine Ahnung, warum das heute so schlecht ist mit der Verbindung. Das hat sonst immer ganz gut geklappt. Aber naja, wie das manchmal so ist. Das war schlimm, von Mallorca nach Deutschland. Ja, mein Lieber, also so wie ich reagiere, bin ich online, weil ich wahrscheinlich etwas lauter bin als du. Unser Thema ist ja heute Safety First, die persönliche Sicherheit. Wir haben letzte Woche ja über Rettungswesten gesprochen und was dafür so wichtig ist und worauf man achten sollte beim Kauf von Rettungswesten. Ich würde sagen, wir steigen mal direkt ins Thema ein. Wenn ich denn ins Wasser gefallen bin, was passiert als nächstes? Wiederhol bitte nochmal die Frage. Ich hab's nicht gehört. Okay, wenn ich ins Wasser gefallen bin, in der Hoffnung, dass die Rettungsweste
ordentlich gewartet ist, dass die Patrone auch noch scharf war, geht sie auf. Jetzt pitcher ich da vor mich hin, 200, 300, 400, 500 Meter vom Schiff weg. Das wären jetzt 600 Meter, 700 Meter. Kann man mich auf dem Schiff überhaupt noch sehen? Das wird dann schon etwas schwierig. Ich habe vor 2 Jahren mal so eine Tour gemacht mit der Schweizer Familie und da war es tatsächlich so, dass die Jungs so 10, 12, 14, die wollten unbedingt das mal ausprobieren, mit der Rettungsweste ins Wasser springen. Das habe ich ja jetzt letzte Woche auch gemacht, wie so ein Ding aufgeht und so. Das war natürlich ganz spannend. Und ich habe da auch die Kamera so ein bisschen mitlaufen lassen, fürchterliche Qualität. Aber das war ein Tag, da war keine Welle, es war Sonnenschein. Und nach 3, 4 Bootslängen, das sieht man im Video und das ist wirklich real, war eigentlich schon ja, derjenige im Wasser schwieriger zu erkennen. Also wenn man da nicht, wie wir das alle in der Segelausbildung gelernt haben, Rettungsmittel ausbringen und Ausguck besetzen, wenn wir da nicht jemanden haben, der wirklich permanent den über Bord gefallenen im Auge behält, dann ist er schwierig wiederzufinden und schwierig zu erkennen. Das wird natürlich besser, wenn die Person die Rettungsweste anhat, weil die Rettungsweste hat ein kleines Licht, hat Signalfarbe sowieso, hat Reflexstreifen an der Rettungsweste dran. Und mit der Rettungsweste kann ich den über Bord gefallen auf jeden Fall besser erkennen. Trotzdem macht es sicherlich Sinn, auf elektronische Hilfsmittel zurückzugreifen, die mir vom ersten Moment an sagen, wo derjenige im Wasser liegt und ich über eine grafische Darstellung zu der Person im Wasser zurückgeführt werde. Naja, ich sag mal so, normalerweise lernt man ja in der Segelschule, einer guckt oder hält die Richtung, wo der über Bord gegangene ist. Der Rest der Mannschaft kümmert sich um Segel, Steuer etc. Aber ich sag mal, die Realität ist ja doch, dass mittlerweile 2 Personen segeln gehen oder eine Familie mit 2 Kindern. Da hat man nicht so viele Leute, die sich aufgeteilt wirklich, also Crew-like kümmern können, sondern du bist letzten Endes, wenn du nur zu zweit bist, darauf angewiesen, dass der eine, der an Bord verblieben ist, dich orten kann, das Schiff handeln kann und dich auch wieder einsammeln kann. Welche Möglichkeiten hat der als elektronische Hilfsmittel, mich noch zu orten? Also da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Und ich glaube, da kann man ähnlich wie bei den Rettungswesten so ein bisschen sagen, je nach Einsatzgebiet, je nachdem, wo ich bin, und immer die Frage, habe ich realistisch, wirklich realistisch, die Rettungsweste die ganze Zeit an? Oder bin ich, ich sag mal, im Mittelmeer von Palma nach Cabrera unterwegs, 30 Grad Lufttemperatur, 2 Windstärken und wunderbarer Sonnenschein, keine Welle, nix. Wo ich dann tatsächlich ja auch keine Rettungsweste anhabe. Es gibt unterschiedliche Systeme und ich glaube, für eine Privatcrew, also wenn ich ein eigenes Boot habe, mit der Familie unterwegs bin und genau weiß, dass ich mit kleiner Crew fahre, dann würde ich in irgendeiner Form das Ganze wirklich mit elektronischer Hilfe machen. Da gibt es im Grunde genommen 3 verschiedene. Ich habe ein Personal Locator Beacon, nennt sich das Ding, ein PLB. Das ist ähnlich wie eine EPIRB, ein satellitengestütztes System zum Wiederfinden der über Bord gefallenen Person. Dann ein AIS-gestütztes System, das ist ja das Bordsystem, bei dem ein Signal auf dem bordeigenen Plotter erscheint, dass der Kontakt zum AIS-Sender verloren gegangen ist. Und dann gibt es seit 2 Jahren so ganz einfache kleine Handsender, die Bluetooth oder irgendwie sowas mit dem Telefon oder Tablet verbunden sind. Und Telefon und Tablet habe ich ja eigentlich auch immer an Bord. Also es gibt unterschiedliche Systeme, natürlich mit unterschiedlichen Preisklassen. Okay, arbeiten wir uns doch am besten mal durch.
Ich habe mal vorbereitet die IS-Sender. Ich glaube, das ist ja das erstmal gängigste. Ja. Und ja, erzähl doch einfach mal ein paar. Nee, ich bin beim PLB, glaube ich, gerade gelandet. Sekunde. Nee, doch, richtig. Entschuldigung. So, ja, ist da. IS-Sender ist im Bild. Ja, das ist der IS-Sender. IS haben ja viele Boote. Wobei dieser IS-Sender ist halt ein kleines Gerät, wirklich so ein ganz kleines, handlich verpacktes Gerät, das ich in meine Rettungsweste integrieren kann. Ich kann das Ding natürlich auch in meine Hosentasche stecken. Davon ausgehend, dass wenn ich ins Wasser falle, das Boot fährt weg, ich nicht unter Schock stehe etc. Was leider bei den meisten Menschen ist, die dann das Ding nicht auslösen können. Ich kann aber diesen IS-Sender mit meiner Rettungsweste verbinden, sodass, wenn die Rettungsweste aufgeht, dieser Sender auch aktiviert wird. In dem Moment, in dem die Weste aufgeht, aktiviert der IS-Sender. Da sieht man das. Das ist mit so ein bisschen mit Leine und Plätzchen und hier und da. Und das ist so ein Extra, was man natürlich dazu kaufen muss. Das macht sicherlich Sinn, wenn ich darauf vertraue, dass da, wo der Alarm hingeht, nämlich erstmal zu meinem eigenen Schiff, da auch Menschen sind, die in der Lage sind, das Boot so zu manövrieren, dass sie zu mir zurückkommen können. Weil beim IS-Sender ist es natürlich ein bordgestütztes System. Das heißt, erstmal wird meine eigene Crew darüber informiert, dass ich im Wasser liege und die fahren weiter. Ich muss also davon ausgehen, dass meine Crew auch in der Lage ist, zu reagieren, dass sie wissen, was sie tun müssen. Und natürlich auch Boote im Umkreis von plus minus 5 Meilen, sagt man, glaube ich, beim IS-System, ungefähr 5 Meilen um den Sender drumherum gibt es einen entsprechenden Alarm bei allen Booten, die einen IS-Empfänger haben. Da gibt es dann den Alarm und dann kann man hoffen, dass auch von diesen Booten jemand kommt und die Rettung unterstützt. Wie auch immer, da sind mir persönlich ein bisschen viele Unsicherheitsfaktoren bei. Meine Crew ist vielleicht nicht so erfahren, um das Manöver wirklich so zu fahren, dass ich zurückkomme, dass das Boot zurückkommt, dass alles klappt. Ob jetzt Boote drumherum rechtzeitig da sind, ja, okay, aber es sind eben keine Profis, die da kommen. Und deshalb würde ich, wenn es um ein System geht, das mit einer Rettungsweste in die Rettungsweste integriert ist oder eben für den Moment ist, zu dem wirklich ja, Wind, Wetterbedingungen so sind, dass ich die Rettungsweste anhabe, dann würde ich sagen, möchte ich gerne von professionellen Rettern rausgeholt werden, unabhängig von meiner Crew. Und deshalb ist, glaube ich, ein PLB-Sender, der sicherlich noch mehr kostet als eine gute Rettungsweste, aber der PLB-Sender ist ein System, das eben diesen Notruf über Satelliten absetzt zur Rettungsleitstelle und der PLB-Sender schickt dann quasi professionelle Hilfe. Die wissen, was sie tun müssen. Da sehen wir den PLB, genau. Auch der ist klein und handlich, den kann man am Gürtel tragen oder eben in der Rettungsweste integriert. Okay. Sagen wir bei beiden Systemen so ein bisschen was zur Preislage? Uff, ich hoffe, dass ich jetzt nicht ganz falsch liege, aber ich glaube, ein IS liegt eher so bei 170, 200 Euro und der PLB bei 350 sowas. Also schon ein bisschen mehr. Beide haben ja Batterien drin. Der PLB hat eine Batteriekapazität von 7 Jahren, heißt es. Und da sind aber auch so Test Tastenkombinationen, sodass ich das auch checken kann, ob die Batterie noch in Ordnung ist oder nicht. Ich kann die aber nicht selber austauschen. Okay, und da liegt aber natürlich wie alle elektronischen Geräte oder wie alle Geräte, die der persönlichen Sicherheit dienen, auch in einem gewissen Alterungsprozess, sodass eine regelmäßige Wartung oder eine regelmäßige Kontrolle zumindest nicht ausbleibt bei beiden Systemen. Ja,
Aber da sind wieder so kleine Sichtfenster und sowas dran. Also das, das ist, sind so einfach gehaltene Geräte, dass ich das wirklich auch selber machen kann. Einmal am Anfang der Saison das Gerät angucken, diesen Batterietest machen, schauen, ob die Batterie noch okay ist. Und dann soll das gut sein. Und wenn ich so eben diese 6 Jahre mal überschritten habe beim PLB, da weiß ich es halt, weil ich selber so ein Ding auch habe, nach 6 Jahren dann wirklich mal öfter gucken und ja, am Ende der 6 Jahre dann das Ding zum Check geben und vielleicht können sie die Batterie austauschen und ich kann das Ding weitere 6 Jahre benutzen. Und dann finde ich auch 400 Euro nicht zu viel. Weil wie gesagt, den PLB nutze ich dann, wenn ich entweder professionell arbeite mit unerfahrener Crew unterwegs bin oder in Revieren unterwegs bin, die wirklich rough sind und wo ich auch mit Sicherheit eine Rettungsweste trage. Okay, jetzt hatten wir ja bei beiden Sachen so das Thema Rettungsweste, sie sind an der Rettungsweste integriert, bedingen im Notfall auch die Auslösung auf, durch die Rettungsweste. Hand aufs Herz, wir hatten ja letzte Woche hatten wir das Thema Rettungswesten. Wie oft trägt man die, wer trägt die oder vergammeln die mehr oder minder in der Wachskiste? Wie oft trägst du die Rettungsweste in deinem Revier, wenn normales Wetter ist? Also wenn normales Wetter ist und das Wasser hat 22, 23 und noch mehr Grad und die Luft ist 25 Grad, wird mir das ein bisschen zu warm und ich trage sie tatsächlich nicht. Wobei das auch immer so ein bisschen auch von meiner Crew abhängig ist und was ich gerade an Tour mache, wenn ich wirklich weit weg vom Ufer bin, keine Boote drumherum und so. Ich habe gerade Petit Chasseur am Wochenende von Palma nach Poyenza hochgefahren. Und den einen Tag haben wir, den anderen Tag haben wir keine Westen angehabt, wobei ich so im Nachhinein, also ich habe die Weste tatsächlich angehabt, aber meine Crew nicht, so rum war es. Das hing aber damit zusammen, dass ich aufs Vorschiff gegangen bin. Wir hatten so irgendwie so 15 Knoten Wind, ein bisschen Welle und sind mit Gennaker die Ostküste von Mallorca hochgerauscht. Und ich habe gedacht, wenn ich da vorne aufs Vorschiff gehe und ich fliege über Bord, kann ja immer mal sein, dann will ich eine Rettungsweste haben und ich habe auch meinen PLB-Sender dabei gehabt. Weil wir waren unter Gennaker und da ist ja nochmal eine ganz andere Sache, als wenn das Boot mit Großsegel und Fock unterwegs ist, weil die Zeit, bis der Gennaker runter ist, ist das Boot so weit weg, dass der Kontakt, der Sichtkontakt definitiv fehlt. Und von daher habe ich die Rettungsweste angehabt und am nächsten Tag meine Crew auch. Da sind wir dann an der Nordküste entlang und da haben wir echt... Ja, da, also da hätte wahrscheinlich auch im Hochsommer jeder eine Weste angezogen, weil da hatten wir schon ordentlich Welle und Wind. Das ging hoch bis 24 Knoten. Ein bisschen Regenschauer mit dabei und so. Gewitter hätte jetzt nicht sein müssen, aber war auch ein bisschen. Also da haben wir die Rettungswesten angehabt, logischerweise. Aber an einem normalen Segeltag in der Bucht von Palma, vielleicht Regatta segeln, wenn ich Bewegungsfreiheit haben will, wenn es warm ist, wenn sowieso 50, 60 andere Segelboote, x Motorboote um mich herum sind, da lasse ich die Rettungsweste weg. Und bei einem Urlaubsturn von A nach B passiert das natürlich auch ganz schnell. Okay. Ist natürlich situationsbedingt. Wir wissen alle, in der Ausbildung heißt es, Rettungsweste tragen in dem Moment, wo man Schiff betritt am besten. Man kann auch im Hafen über Bord fallen. Aber ich glaube, die Wirklichkeit sieht ja doch ein bisschen anders aus. Jetzt gibt es aber seit 2 Jahren auf ein Ortungssystem, was nicht zwingend über die Rettungsweste ausgelöst werden muss. Ja, das und als ich das kennengelernt habe, diesen OLAS-Sender und da gibt es noch eine andere Marke, aber der OLAS ist eigentlich ein schönes System. Als ich den OLAS-Sender kennengelernt habe, habe ich gedacht, boah, das ist eigentlich genau das, was ich gesucht habe als Ergänzung. Also der OLAS-Sender ist kein Ersatz für AIS oder PLB, sondern ich sehe das eher als Ergänzung. Wir hatten gerade die Frage, ob der PLB in England registriert werden muss. Ja, das ist richtig. EPIRB, also wo die Bordinformationen drauf sind, ist ja auch ein satellitengestütztes System, die EPIRB. Kann in Deutschland registriert werden, die Daten können in Deutschland registriert werden. Der PLB wird nach wie vor nur in England registriert, das macht aber der Händler. Also wenn ich den PLB jetzt bei uns, wie auch immer, kaufe, dann können wir den auch registrieren, das ist kein Problem.
Da gibt es so ein Formblatt für. Das ist mittlerweile eine Internetseite. Das ist wirklich nicht schwierig. Der kann in England registriert werden. Bei dem kleinen OLAS-Sender brauche ich diese Registrierung nicht und beim AIS-Sender natürlich auch nicht. Als ich den OLAS-Sender kennengelernt habe, habe ich gedacht, wie gesagt, das ist eine super Ergänzung. Das ist eine Ergänzung. Also nicht als Ersatz, sondern so ein kleines Armband, das ich auch wirklich trage. Und ich kann auch das Armband abmachen, rausziehen und mir den Sender einfach in die Hosentasche stecken. Oder eben auch, Exposure arbeitet ganz eng mit CrewSaver zusammen. Und CrewSaver hat so eine kleine Tasche im Kragen von der Rettungsweste drin. Bei der 160er, die wir vorgestellt haben, ist das. Sodass ich den Sender dann auch in die Rettungsweste reinstecken kann. Nur ich glaube, dieser Sender, der OLAS-Sender, macht eben dann Sinn, wenn ich keine Rettungsweste anziehe. Ich glaube, das ist einfach so der Knackpunkt. Und ich muss mir eingestehen, und auch wenn ich einen Charterturn in Kroatien im Sommer mache und da sind irgendwelche blöden Feststoffwesten an Bord, die zieht doch kein Mensch an. Aber wenn tatsächlich eine Familie unterwegs ist, Papa, Mama, zwei Kinder, Mama ist unter Deck, macht Schnittchen, die beiden Kinder sitzen oben mit Gameboy oder irgendwas und Papa fällt über Bord. Das kriegt erstmal keiner mit. Und bis dann die Kinder sagen, ja, Mama, Mama, Papa ist weg und Mama hochkommt an Deck, ist Papa nicht mehr zu sehen. Und deshalb dieser Sender, weil der zeigt mir, sobald der Kontakt abreißt zwischen dem Sender und dem Tablet oder Telefon, mit dem ich diesen Sender verbunden habe, zeigt mir das Tablet an, wo die über Bord gefallene Person ist. Und ich kann so diese Person wiederfinden und werde in die Nähe der Person zurückgeführt. Auf welcher Basis arbeitet der Sender? Also über Bluetooth, über WLAN oder wie macht er das? Das ist Bluetooth. Das ist über Bluetooth und da gibt es so eine, boah, wie hieß das denn? Das ist irgendwo in der Beschreibung vom OLAS-Sender drin, so ein Mini-Strom, irgendwas Bluetooth-mäßiges, womit die beiden verbunden sind. Okay, das heißt also Bluetooth, ich sag mal, wenn man vom normalen Bluetooth ausgeht, reißt die Verbindung irgendwo bei 8 bis 9 Metern ab und dann löst er aus oder wie? Ja, genau. Ganz genau. Ganz genau so ist es. Dann löst er aus. Und der macht einen Höllenlärm. Okay. Du hast ja so einen Sender am Arm. Ich nehme mal an, du hast dein Handy auch entsprechend mit der dazugehörigen App versehen. Können wir mal so einen Test machen? Hast du das mal vorbereitet? Ich habe das vorbereitet. Ich hoffe, dass es funktioniert. Wollen wir mal gucken. Ich teile dazu mal meinen Bildschirm. Dann seht ihr die App. Bildschirm. Jetzt kommt erstmal mein ganzer Bildschirm. So, jetzt müsste die OLAS-App zu sehen sein. Könnt ihr die sehen? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, passt. Okay. Das ist die App, die einfach aufs Telefon kommt. Die ist auch kostenlos. Das heißt, die kann sich auch jeder jetzt runterladen und einfach mal reingucken. Hier habe ich die normale Menüseite, Startseite. Hier sind so ein bisschen Informationen über das System. Da stand das auch drin mit dieser Bluetooth-Verbindung. Dann habe ich hier so eine Seite, die so ein bisschen so Plotter-Ähnlichkeit hat, wo ich sehe, wo ich bin, ne, mit so einem Kompass. Das ist GPS-basiert mit einer Geschwindigkeit über Grund und Kurs über Grund. Da kann ich auch meine Max-Geschwindigkeit zurücksetzen und sowas. Also da ist so ein bisschen Spielkram. Das brauche ich später, dieses Bild, das brauche ich. Und hier, hier kann ich jetzt die OLAS-Sender miteinander verbinden. So. Und zwar, ich habe jetzt keine in Reichweite, warum auch immer. Jetzt werde ich erstmal hier neue Marke synchronisieren. Und 5 Sekunden gedrückt halten. Und dann ist am OLAS-Sender ist so eine kleine grüne Leuchtdiode. Voilà. Synchronisieren. Ich habe das jetzt nicht gelesen, ich habe es einfach nochmal gedrückt. Hier ist noch ein bisschen Beschreibung. Hier kann ich Namen vom Boot, Rufzeichen und so weiter eingeben und auch eine lokale Notrufnummer und die Nummer
an Bord oder von meinem zu Hause gebliebenen Ehepartner, was auch immer. So, jetzt sind wir aktiviert. Okay, alle aktivieren. Okay, das sollte jetzt hoffentlich funktionieren. Wollen wir mal gucken. So, jetzt lasse ich den OLAS-Sender, lasse ich jetzt gleich mal hier liegen. Also ich brauche tatsächlich so 10 Meter plus minus, zu denen dann, wenn dann der Kontakt abreißt. Ich habe den jetzt da hingelegt, bin auf meinen aktuellen Daten und ihr seht, ich fahre, laufe gerade in Richtung 0, 10 Grad, 20 Grad. So. Vor allem nicht im Pool. Ja. Zack. So. Ja, da ist es. So. Hier habe ich jetzt den Alarm bekommen. Okay, Richtung, ich muss noch ein bisschen weiter weg. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wir ja auch das WLAN noch damit drin haben. So, komm. Seht ihr hier, das Mob war bei, Mob trat auf bei, mein aktueller Standort. Und eigentlich geht diese erste Seite geht damit auf. So, und jetzt komme ich gleich wieder zurück. Ja, das ist... Als ich das vorhin probiert habe, ging das. Das hängt wahrscheinlich mit dem WLAN zusammen. Jetzt bin ich wieder im Kontakt zur OLAS. Die ist jetzt quasi wieder 5 Meter vor mir. Und ich kann den Alarm abbrechen. Da, ja. Okay. Aber wir haben gesehen, das System funktioniert relativ gut und auch relativ einfach. Ja. Wie mache ich das? Ich habe jetzt einen Sender, der natürlich nicht mit meinem eigenen Handy verbunden werden sollte, weil das habe ich im Zweifelsfall in der Tasche, da geht es mit unter. Wie viele Sender kann ich wohin connecten? Ich glaube, es sind 15 Sender, die ich verbinden kann. Und also ich selber habe ein Tablet, ich habe das heute mal mitgebracht, ich habe ein Tablet an Bord, das ich quasi nur für die Bordnavigation nutze, das auch nur an Bord bleibt und ich kann den Sender halt auch mit meinem Tablet verbinden und eben noch weitere Sender, also bei 15 Crewmembern, naja, ist nicht ganz realistisch, da brauche ich das vielleicht nicht unbedingt, wobei sowas natürlich auch nachts funktioniert, wenn ich nicht für jeden an Bord einen AIS-Sender habe und ich bin mit kleiner Wache an Deck über Nacht, dann macht auch so ein OLAS-Sender für jeden bei der Nachtwache Sinn. Auch wenn ich eine Rettungsweste anhabe. Es gibt so ein Vierer-Set von den OLAS-Sendern. Das ist ja durchaus realistisch, dass ich mit einer Achter-Crew eine längere Strecke fahren will, von hier nach Frankreich, was weiß ich. Und dann nehme ich so ein Vierer-Set und statte damit meine Crew aus. Wenn ich mit 8 Leuten in der Nacht fahre, ich 4 und 4 Wache. Dann brauche ich nur das eine Vierer-Set und am Tag habe ich so viele Leute an Bord, dass ich es nicht brauche. Also ich kann bis zu 15, sage ich mal, meine ich, sind es OLAS-Sender mit meinem Tablet verbinden und das Tablet bleibt ja eh immer an Bord. Ich sollte das nicht unbedingt mit meinem Telefon verbinden, dass ich meine Hosentasche habe, aber wenn ich zu zweit bin und ich habe 2 OLAS-Sender, dann kann man sich ja gegenseitig verbinden. Also ich verbinde mich mit meinem Sender, mit deinem Telefon und dein Sender mit meinem. So, hast du ausgeschaltet? Ich habe eigentlich ausgeschaltet, aber naja. Alles gut, du bist zu sehen. Ich bin zu sehen, okay. Also wenn ich den Mund halte, natürlich nur. Ja, also das ist eigentlich eine schöne Sache. Immer dann, wenn ich keine Rettungsweste anhabe. Das war für mich so einfach dieser Knackpunkt. Wenn ich eine Rettungsweste anhabe, dann kann ich ja auch einen PLB-Sender da integrieren und bin damit auch wieder unabhängig von meiner Crew. Da kommen Professionelle, die ziehen mich auch mit dem Hubschrauber raus, was weiß ich. Und bei dem OLAS-Sender, der ist so klein, wie gesagt, ich kann auch nur den Sender nehmen und stecke den in die Hosentasche. Das mache ich wirklich. Und der kostet, das musst du sagen, ich weiß es gar nicht aus dem Kopf, da haben wir, glaube ich, ein Angebot für, ne? Ja, also ich sage mal so, wir haben natürlich für Dinge, die wir vorstellen,
auch Angebote vorbereitet, so wie wir letzte Woche ja auch die Mob Lifesaver Line hatten oder die Crewwesten haben wir auch für den Oder-Sender ein Angebot vorbereitet. Liegt so roundabout, also im Normalfall gibt es den Oder-Sender für 61,62 Euro. Wir liegen hier bei 55,99 momentan. Über die Seite deinsegelberater.de/Angebote ist dieses Angebot zu erreichen und sich anzusehen. Also er ist nicht so teuer und auch das Viererset für 194 Euro, denke ich, ist in einem durchaus machbaren Bereich. Mir kommt da tatsächlich diese Geschichte, wir sind ja, unterstützen ja dieses Projekt Kids for Freedom und sind da jedes Jahr mit knapp 80, 90, 100 Kindern in der Türkei unterwegs beim Segeln. Das heißt immer, an Bord sind 2 bis 3 Erwachsene, also Skipper, Co-Skipper, Kameramann in dem Fall manchmal auch und 6 bis 7 Kinder. Und das macht einen schon manchmal nervös. Ne? Die Kinder sind natürlich Türkei im Juli 43 Grad gefühlt, haben die keine Lust, Feststoffwesten anzuziehen. Und das bietet natürlich für relativ kleines Geld eine extreme Sicherheit, ne? Dass man merkt, wenn ein Kind über Bord geht, was es nicht sein sollte, was Gott sei Dank bis jetzt in den letzten 15 Jahren, sind wir dabei, auch nicht passiert ist. Aber ich sag mal so, man muss es ja nicht drauf ankommen lassen. Und da ist es ja eine gute Alternative, wenn ich 15 Sender koppeln kann. In dem Fall brauche ich 7 Sender, dann habe ich alle Kinder auf meinem Tablet und weiß tatsächlich, wenn es eins abgängig ist und wenn es nur im Hafen abgängig ist. Aber ich finde es halt wieder. Ja, das ist halt die Sache. Also bei deinem Fall und eben auch bei ganz kleiner Crew, immer dann, wenn keine Rettungsweste, kein AIS-Sender, das ist so ein einfaches System. Ich meine, ich glaube, ich würde diese Sender den Kids auch an Land ans Handgelenk machen, oder? Wenn ihr in die Dich- ja, sage ich ja. Da finde ich sie wenigstens im Hafen wieder, was auch manchmal nicht ganz einfach ist. Da hatten wir auch schon Storys ohne Ende. Aber dann hat man es wenigstens dabei und dann ist zumindest, sage ich mal, das eigene Gefühl, dass man sagt, okay, wir haben alles getan, was möglich ist in dem Fall. Und für 4 Sender, da liegt dann ein Sender bei 50 Euro. Ich glaube, das ist die eigene Sicherheit, sollte das wert sein. Muss man vielleicht dazu sagen, die Angebote, die ihr auf deinen Segelberater/Angebote findet, werden dort nicht ewig stehen. Wir haben eine Vereinbarung mit dem Importeur, also in dem Fall auch mit Nordwestfunk, die gesagt haben, okay, wir sind da bei euch, dass ihr eine bestimmte Anzahl für eure Community, die bei den Segelberater-Meetings am Dienstag dabei ist, die ihr verkaufen könnt. Das heißt, irgendwann zum Zeitpunkt X werden wir die Angebote auch wieder auf den normalen empfohlenen Verkaufspreis erhöhen müssen. Es soll jetzt kein Verkaufsdruck entstehen. Ich will es nur sagen, nicht, dass ihr euch wundert, wenn ihr in 3 Wochen auf die Seite geht, dass dann plötzlich andere Preise wieder dastehen. Das ist einfach so, da wird natürlich das Preissystem auch sauber gehalten an der Stelle. Aber kann man zumindest machen, ne? Ja, also ich glaube, das ist wirklich eine sinnvolle Möglichkeit, sich abzusichern, die eben auch nicht die Welt kostet. Und unabhängig von der Rettungsweste zu sein, ist gerade hier im Mittelmeerraum schon eine schöne Sache. Ja, muss man nochmal ganz knallhart dazu sagen, es ist kein Ersatz für ein AIS oder für was anderes, aber es ist ein sinnvolles Zubehör und ein sinnvolles Add-on für all die Tage, wo man sagt, man hat schön Wetter segeln, man braucht keine Rettungsweste, es ist alles easy. Und ich glaube, das sind doch oft die Tage, wo das meiste passiert, weil man einfach so geschillt ist, dass man vielleicht auch auf das eine oder andere nicht aufpasst. Ja, ja, und gerade bei einer Zweier-Dreier-Crew, dann sind mal 2 unter Deck oder einer ist unter Deck und einer ist oben. Und der oben fällt über Bord. Und natürlich ist der Autopilot an und das Boot fährt ja einfach weiter. Unten ist jemand und bereitet was vor, zu essen, zu trinken, wie auch immer. Und oben fällt der zweite über Bord. Das merkt unten keiner. Aber wenn der Sender losheult, dann merkst du das und kannst dann reagieren. Und das finde ich schon eine gute Sache. Ja, naja, es hat zumindest auch den Vorteil, du hattest es vorhin erwähnt, man kann jeden Sender auf jedes Handy konnektieren. Irgendjemand hat sein Handy auf jeden Fall dabei.
oder in Reichweite oder in Nähe, sage ich mal. Und insofern sind auch diese klassischen Runden, alle sitzen unter Deck und planen den nächsten Tag und oben fällt jemand über Bord, auch so ein bisschen ausgegrenzt. Man kriegt es halt einfach mit, ne? Ja, und das finde ich schon eine schöne Sicherheitsmöglichkeit, einfach um die Sicherheit ein bisschen zu erhöhen. Und kann okay. ja immer mal passieren. Genau. Also wer sich dafür interessiert, unter deinsegelberater.de/Angebote findet ihr den OLA-Sender. Oliver, ich würde ganz kurz nochmal gerne auf die Live-Saver-Line zurückkommen. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden gefunden habe, muss ich ihn an Bord holen. Ja, ganz genau. Das haben wir letzte Woche ja gesehen. Die Rettungsweste bläst sich auf. Ich hatte den Liftgurt gezeigt, der halt nur so ganz, ganz kurz ist. Das, was wir im Man-über-Bord-Manöver ja immer gelernt haben, gleich den Ring hinterher schmeißen und in der Ausbildung ist dann ja letztendlich der Ring das, was ich wieder einsammle. Da nehme ich den Bootshaken und dann kriege ich den Ring oder die Mütze oder den Fender schon irgendwie hoch. Aber jemand, der ins Wasser fällt und nicht aktiv an der Rettung teilnehmen kann, weil er unter Schock steht, was bei 80% der über Bord gefallenen bewiesenermaßen der Fall ist, dann brauche ich ein System, das passiv die Crew in die Lage versetzt, den im Wasser Schwimmenden irgendwie zu greifen, Kontakt herzustellen. Und da gibt es diese Mobsaver-Line. Du hast bestimmt ein Bild jetzt vorbereitet. Das ist eine Leine, die in die Rettungsweste integriert wird. Ganz einfaches System. Die wird einfach an diese Liftgurte dran geknotet. Das ist nicht mal ein Knoten, das ist einfach nur eine Schlaufe, wo die Leine durchgezogen wird. Also super simpel, an den Liftgurt dran und diese Leine schwimmt an der Wasseroberfläche. Und hier sieht man sehr schön den Griff, der natürlich auch an der Wasseroberfläche schwimmt. Und mit dem Bootshaken kann ich dann realistisch, wirklich realistisch, diese Schlaufe, diese Leine fangen und erstmal über eine Windschläge zum Beispiel oder über eine Klampe, was auch immer, und habe Kontakt hergestellt. Und mir dann ein zweites Fall, ein Genua-Fall, was auch immer, die Großschot, was auch immer nehmen. Und das Fall, in dem vielleicht das Fall mit der Mobsaver-Line verbinden und dann die über Bord gefallene Person mit der Leine, mit der Schwimmweste, mit der Rettungsweste wieder an Bord winschen. Das geht aber nicht, wenn ich diese Leine nicht habe, weil ich in diesen Liftgurt, der an der Rettungsweste dran ist, den erwische ich nicht mit dem Bootshaken und den Bootshaken kann ich auch nicht über die Windschläge. Also ich brauche eine Leine dazwischen. Und demjenigen im Wasser schwimmend eine Leine zuzuwerfen, zu sagen, bind dir mal ein Palstick um den Bauch, ich will dich jetzt hochziehen, das funktioniert halt auch nicht. Aber eine ganz kurze Frage zu dem Thema, also ohne jetzt Herstellerbashing zu betreiben, aber mal ganz simpel, es muss doch dem Hersteller einer Rettungsweste auch klar sein, dass es so nicht funktioniert. Warum muss ich sowas wie die Lifesaver-Leine als Zubehör kaufen? Warum ist die nicht grundsätzlich in Westen integriert? Wo hängt es da? Also weshalb da nicht früher schon jemand drauf gekommen ist, kann ich wirklich nicht sagen. Diese Leine ist von Duncan Wells quasi erfunden worden, beziehungsweise letztendlich ist es ja nur ein Dyneema, eine Dyneema-Leine, die mit ein bisschen Poly irgendwas versetzt ist, damit die schwimmfähig wird. Diese Leine hat einen sehr langen Genehmigungsprozess durchlaufen, weil es halt dabei um persönliche Sicherheitsausrüstung geht. Muss das halt, was weiß ich, von 100 Stellen genehmigt, getestet und so weiter werden, bevor das im Handel vertrieben werden kann. Und er hat es für wichtig und für nötig gehalten und hat das durchgezogen. Und das haben die Hersteller von den Rettungswesten bisher nicht gemacht. Okay. Gut, weil die es nicht gemacht haben, haben wir natürlich diese Lifesaver-Line auch unter deinsegelberater.de Angebote im Angebot. Noch für, ich denke mal, circa eine Woche werden wir es aufrechterhalten können. Dann wird es wahrscheinlich irgendwann geschlossen werden. Also wer sich dafür interessiert und sagt, ja okay, interessiert mich, ist da relativ gut beraten.
Mein lieber Oliver, wir haben 18.39 Uhr, das heißt, wir haben die offizielle Zeit schon wieder um 9 Minuten überzogen. Ich frage mal in die Community, hat jemand eine Frage? Dann hebt eure Hand oder schreibt die Frage einfach in die Kommentare rein, in den Chat. Immer gerne, immer gerne. Wir sind für Fragen immer gerne da, auf jeden Fall. Also aktuell sehe ich jetzt keine Frage, aber jetzt muss man auch dazu sagen, man muss sich das Ganze ja auch durch den Kopf gehen lassen und drüber nachdenken. Also ihr könnt eure Fragen natürlich auch nach dem heutigen Zoom-Event stellen. Schickt uns einfach eine Mail oder eine persönliche Nachricht über Facebook, wie auch immer. Und wir werden sie auf jeden Fall beantworten. Egal, ob das jetzt ist, in 5 Minuten oder in 2 Tagen. Ich denke, dafür sind wir da. Das machen wir gerne. Auch wenn wir gesehen haben, Oliver, den wir ja bis jetzt alle ein bisschen bemitleidet haben, dass er angebunden ist auf seiner Insel. Aber wer ihn auf Facebook folgt, hat festgestellt, er ist jetzt wieder mit dem Schiff unterwegs. Deswegen wird seine Zeit für alle möglichen Informationen etwas begrenzt sein in Zukunft, oder? Ja, im Moment geht's noch. Im Moment geht's noch. Gut. Ich hätte noch eine Frage. Und zwar, wenn ich auf dem Boot bin, ist ja das WLAN oft weg irgendwann. Ne? Das heißt aber, dieses OLAS funktioniert dann trotzdem über Bluetooth. Das funktioniert trotzdem über Bluetooth. Es sind ja 2 unterschiedliche Funkstandards. Insofern ist das völlig unproblematisch. Das wird mit Bluetooth, also mit deinem Bluetooth-Gerät gekoppelt und dann schlägt es einfach Alarm. Oder löst ja genau dann aus, wenn der Bluetooth-Kontakt abreißt an der Stelle. Okay. Gut, danke. Gerne. Sehr schön. Ja, das ist ein reines quasi internes System zwischen Telefon bzw. Tablet, je nachdem, womit du es verbindest, und dem OLAS-Sender. Ja, muss man sagen, funktioniert jetzt kurioserweise natürlich genau andersrum, als man es normalerweise hat. Normalerweise sagt man, oh, die Bluetooth-Verbindung ist wieder abgerissen, mein Lautsprecher muss ich wieder ein bisschen ranrücken, damit ich Musik hören kann, oder meine Kopfhörer sind zu weit vom Handy entfernt. Beim Einsatz von dem OLAS-Sender möchte man eigentlich, dass es möglichst schnell die Bluetooth-Verbindung abreißt. Ist ein bisschen skurril, muss man sich dran gewöhnen, aber es funktioniert, denke ich. Ja, das funktioniert sehr gut. Ich glaube, das ist halt auch etwas, was ich auf den Charterturn mitnehmen kann, genau wie die Mobsaver-Line. Kann ich die Mobsaver-Line mitnehmen und an meine vom Charterunternehmen zur Verfügung gestellte eventuell Automatikweste auch dran machen. Jede Rettungsweste hat diesen Liftgurt und ich verlängere den einfach mit der Mobsaver-Line und nach dem Turn baue ich die wieder ab und nehme sie wieder mit nach Hause. Das ist eine einmalige Anschaffung, genau wie der OLAS-Sender. Nicht jedes Boot hat AIS und mit dem OLAS-Sender bin ich komplett unabhängig auch von AIS. Und für einen Urlaubsturn ist es genau richtig. Ja, muss man jetzt auch bedenken. Ich meine, nicht jede Rettungsweste wird dann AIS-Sender eingebaut haben, also gerade bei Charterturns. Die Unternehmen müssen ja doch mit jedem Euro rechnen. Kann ich mir vorstellen, dass sie da nicht jeder Weste für 350 Euro nochmal einen AIS-Sender oder einen PLW andocken wollen. Nein, definitiv nicht. Also beim Regatta-Segeln, je nach Kategorie, in der ich segel, wenn ich jetzt irgendwie rund Helgoland oder Helgoland-Edinburgh oder jetzt gerade war ja das Rundskagen-Race, dann muss jeder an Bord einen AIS-Sender haben. Das ist vorgeschrieben. Volvo Ocean Race etc., die haben alle ihre PLBs. Aber bei einem Charterturn, da wird jeder selbst quasi in die Verantwortung gezogen. Ja, wunderbar. Mein lieber Oliver, vielleicht zum Schluss nochmal die Werbepause nutzen. Wir haben ja schon mal angefangen vorhin mit dem Videoportal. Wer sich für die Tipps vom Segelberater interessiert, ich gehe da nochmal drauf, Bildschirm freigeben, so. Der findet unter deinsegelberater.de ein Videoportal mit vielen Videos rund um die Belange. Ihr seht es, 34 Videos, über 90 Minuten Videos rund um die Belange von Trimmen, Segeln richtig einstellen. Fäden lügen nie ist ja unser Hauptthema. Was sagen mir die Fäden in den Segeln etc.? Ausrüstungstipps etc. pp.
Das Berat, also das Videoportal ist im Normalfall für 29,90 € Lifetime-Lizenz zu erhalten. Aber auch da haben wir für alle, die uns am Dienstag mal folgen, eine 20% Rabattaktion. Notiert euch mal den hier oben die URL, weil die läuft in einem Tag und einer Stunde auch wieder dann ab. Also es ist wirklich zeitlich begrenzt, dass wir sagen 20% Rabattaktion, weil in den Videos ist doch viel Arbeit drin. Wir müssen drehen, wir müssen die schneiden. Oliver muss mit seinem Wissen hier halten und Oliver muss auch letzten Endes teilweise ja, seine Trainings absagen, damit wir zusammen drehen können und dieses Videoportal auch ständig erweitern können. So, ich sehe, Ludwig hat hier nochmal eine Frage gehabt. Ist es auch anfällig für Fehlalarme, wenn die Verbindung an Bord abreißt? Ja, muss man sagen, natürlich systembedingt, wenn die Verbindung an Bord, also die Bluetooth-Verbindung an Bord abreißt, wird der OLAS-Sender auch einen Fehlalarm auslösen. Aber da bin ich, also ich persönlich, vielleicht Oliver, du anders, aber ich persönlich bin dann tatsächlich eher zu der Fraktion gehörend, lieber einen Fehlalarm haben und wach sein und sagen, ach Mensch, Gott sei Dank ist nichts passiert, ist einfach nur eine blöde Stelle, die dritte Kabine von links in den Motorraum reingekrabbelt und dadurch ist die Verbindung abgerissen. Als wenn man wirklich ein Crewmitglied verliert. Also da bin ich relativ entspannt. Ich fahre auch, das darf man eigentlich gar nicht sagen, aber ich fahre auch hin und wieder mal mit einem Blitzerwarner und bin dann auch lieber einmal zu viel von einem mobilen Blitzer gewarnt worden, als einmal zu wenig. Also da bin ich ganz stumpf in der Szene. Was man sagen muss, im 8-Meter-Bereich, 9-Meter-Bereich funktioniert der OLAS-Sender relativ perfekt. Das heißt, wenn man den Empfänger, das heißt das Handy oder wie Oliver das Tablet im Cockpit positioniert hat, am Niedergang oder so, dann hat man bei den normalen Schiffen, ja, sie werden auch immer größer, aber bei den normalen Schiffen eigentlich das gesamte Schiff abgedeckt, sodass das Bluetooth-Signal eigentlich nicht zusammenbrechen dürfte und eigentlich nicht abreißen dürfte. Ja, also ich habe bisher auch noch keinen Fehlalarm gehabt. Sehe das genauso, lieber einmal mehr als zu wenig. Und es gibt auch, ab einer bestimmten Schiffsgröße wird es natürlich dann irgendwann mal interessant, wenn dann das Tablet hinten im Cockpit liegt und die Person, die den Sender am Arm hat, geht vorne aufs Vorschiff und ich habe irgendwie ein 20, 25 Meter Boot, dann wird es natürlich irgendwann einen Alarm geben, aber es gibt einen Repeater dafür, um das zu verhindern, weil auch die Jungs von den ganz großen Yachten benutzen die Sender und die haben einen Repeater, den sie dann auf der Hälfte der Strecke setzen. Aber ich habe bisher noch keinen Alarm gehabt. Okay, haben wir die Frage auch beantwortet. Gibt es noch Fragen, ihr Lieben? Nö, erstmal nicht. Ja, mein lieber Oliver, dann würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit, die du heute wieder investiert hast. Bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart, so zahlreich. Immerhin waren wir 9 Teilnehmer. Nächste Woche machen wir eine Pause. Das liegt tatsächlich tendenziell an mir, weil ich nächste Woche nicht im Büro sein kann, sondern unterwegs bin und deswegen das Zoom-Meeting nicht abhalten kann. Da ich um die Zeit tatsächlich auf der Autobahn bin, wird es mit der LTE-Verbindung auch tendenziell ein bisschen schwierig. Deswegen würden wir nächste Woche einmal aussetzen. Aber wenn ihr uns bei AquaTV auf der Facebook-Seite folgt oder beim Segelberater auf der Facebook-Seite folgt, werdet ihr natürlich informiert, wenn es neue Zoom-Meetings zu neuen Themen gibt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe schon eine Idee. Petit Chasseur ist ja jetzt hier quasi direkt vor meiner Haustür. Und vielleicht melde ich mich dann mal von Bord, aber das testen wir erst nochmal. Wir werden euch informieren. Wollte gerade sagen. Dazu gehören ein paar umfangreiche Tests, um die Internetverbindung auch halbwegs sicherzustellen. Das ist nicht ganz einfach. Ich durfte es letzte Woche hier in der Nähe von Berlin erleben. Nach einer halben Stunde ist einfach die LTE-Verbindung abgerissen, obwohl wir uns nicht bewegt haben. Insofern hast du da so 2, 3 Freibriefe auf Mallorca. Wir werden sehen. Wir probieren das aus und ansonsten überlegen wir uns was anderes. Gut, wunderbar. Dann von mir an alle einen schönen Abend. Vergesst nicht auf der Seite deinsegelberater.de vorbeizuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen, es hat euch ein bisschen was gebracht. Und wenn es einfach nur Anregungen sind, mal nachzudenken darüber, wie sieht es mit eurer eigenen Sicherheit an Bord aus, ihr andere Dinge optimiert. Es muss ja nicht zwingend der OLAS-Sender sein oder zwingend die Lifesaver-Line. Es reicht uns schon, wenn ihr einfach mal das Thema für euch nochmal durchdenkt und damit ein bisschen sicherer an Bord unterwegs seid.
Und ich wünsche euch einen schönen Abend, Oliver. Danke, dass du dabei warst. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und gerne drüber sprechen und teilen. Und vielleicht haben wir dann nächste Woche, übernächste Woche 20, 30 Zuhörer. Wer weiß. Wir schauen mal. Tschüss. Tschüss, schönen Abend.